Die gesamte Werbekampagne zu Jurassic World Dominion ist ja eigentlich relativ spoilerfrei abgelaufen. Na klar haben wir im Trailer bestimmte Plot-Details gesehen. Ein Trailer soll eben auch mehr Lust auf mehr machen. Aber wirkliche Spoiler haben wir eigentlich nicht bekommen. Und ich habe mir erst noch gedacht, finde ich eigentlich ziemlich geil. Bitte gebt uns jetzt nicht 50.000 Clips, die uns nach und nach die Geschichte erzählen, wie damals bei Godzilla vs. Kong, wo wir dann relativ schnell alles zusammengepuzzelt hatten und eigentlich wussten, worum es dann geht. Lasst uns ein bisschen rätseln. Ihr habt schon im Titel erkannt, ich will hier über ein paar Spoiler sprechen, die rausgekommen sind. Aber Achtung, bevor ihr jetzt abschaltet, ich werde hier nichts spoilern, ohne es vorher groß anzukündigen. Ihr könnt also so lange zuhören, bis ich dann eben vor Spoilern warne und dann könnt ihr euch selber entscheiden, okay, will ich mir das Ganze anhören oder nicht. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn du jetzt noch dran geblieben bist, scheinst du Interesse am Spoiler zu haben oder eben an dem, was ich jetzt noch kurz vor dem Spoiler erklären möchte. Was für eine Art von Spoiler ist das denn? Wir werden nicht mehr von der eigentlichen Geschichte erfahren. Ich sag immer, wir haben noch im Hintergrund Louis Dutchen und Biosyn, von dem wissen wir ja noch gar nichts, was da wirklich abgeht im Hintergrund und das bleibt auch so, da haben wir nichts drüber erfahren. Was wir aber erfahren haben, ist ein grobes Detail, was das Ende des Films betrifft und eben noch eine bestimmte Figur, die auftaucht, die bisher heimgehalten wurde. Und da wurde eben nicht nur gezeigt, okay, die Figur taucht auf, sondern auch wann die Figur auftaucht. Das sind also wirklich minimale Spoiler, die die Geschichte jetzt nicht wirklich beeinflussen oder auch nicht die Immersion des Kinoerlebnisses kaputt machen, aber eben Spoiler, wo ich mich frage, warum muss das jetzt nochmal so kurz vorm Kinostart rausgehauen werden? Achtung, jetzt beginnen die Spoiler. Wir fangen mal mit dem allerersten Spoiler an, und zwar, welche Figur taucht auf? Wer hätte es gedacht? Der T-Rex. Ich meine, wir sehen ihn natürlich auch schon im 5-Minuten-Clip zu Jurassic World Dominion, aber in allen beiden richtigen Trailern zum Film wurde uns der T-Rex bisher nicht gezeigt. Er wurde noch geheim gehalten und ich glaube auch aus irgendeinem bestimmten Grund, ähnlich wie auch in Jurassic World 1. Ich fand den Effekt damals ziemlich cool, als man dann den T-Rex gesehen hat, weil das eben auch nicht im Trailer verheizt wurde. Ebenso habe ich mich auch darauf gefreut, okay, ich weiß nicht, wann der T-Rex auftaucht, ich weiß nicht, was für eine Rolle er spielen wird. Dann haben wir erst so ein Promobild bekommen, T-Rex versus Giganotosaurus. Und da kam dann aber irgendwann raus, okay, das ist kein Spoilerbild, das wird so nicht im Film auftauchen, das Bild. Weil die Szene, die wir eben hier als Bild abgedruckt haben, ist einfach nur fürs Magazin gewesen. Dann dachte ich mir, okay, cool, also ihr macht gerade wirklich ein Geheimnis daraus, ob der T-Rex auf den Giganotosaurus trifft oder nicht. Also ihr zeigt uns das nicht wirklich. Jetzt kam ein neuer Clip raus, der uns nicht unbedingt mehr zeigt. Wir bekommen die gleichen Szenarien, wie eben auch zuvor gezeigt. Und die werden halt ein bisschen weiter ausgeschmückt. Ist okay, finde ich ganz cool. Wir bekommen weder was von Biosyn gezeigt, Louis Dutchen bleibt immer noch im Geheimen, was mit dem ist, wissen wir nicht. Allerdings sehen wir jetzt hier die Szene, die wir auch im Trailer gesehen haben. Ich meine, das war im zweiten Trailer, wo der Giganotosaurus unsere Gruppe angreift und die ganz entsetzt schaut, weil das Tier eben den Kopf durch den Turm durchdrückt und gefährlich nahe kommt. In diesem TV-Spot wird diese Szene mehr oder weniger aufgelöst. Wir sehen, dass exakt dasselbe Set, beziehungsweise das gleiche Szenario ist, in dem sich unsere Helden in Gefahr befinden. Und hier, das ist wirklich ein ganz kurzer Moment, weniger als 2 Sekunden, sehen wir dann, wie der Tyrannosaurus Rex auftaucht. Unsere Helden gucken mehr ehrfürchtig nach dem Motto, da ist unser Held, in die Kamera. Das mag jetzt wirklich unnötiges Gepienze sein, aber ich hätte mir sehr gewünscht, das nicht in einem Trailer zu sehen. Ich meine, warum verheimlicht ihr den Auftritt des T-Rex in 2 Trailern? Warum dementiert ihr bei dem Poster vom Giganotosaurus und dem T-Rex, dass das so im Film vorkommt, nur um dann später in einem Clip zu zeigen, doch, das passiert genau so. Das ist eine Bestätigung, die beiden Giganten werden gegeneinander kämpfen. Wir werden jetzt alle sagen, das habe ich mir aber schon gedacht. Gedacht, ja, aber es hat noch keiner wissen können. Das wusste einfach niemand. Und es wurde auch, nein, es wurde noch nie bestätigt, dass die beiden aufeinandertreffen. Auch nicht in der Empire-Zeitschrift. Denn da wurde nur gesagt, es würde Sinn machen, wenn die beiden aufeinandertreffen. Natürlich war das schon ein Hinweis. Ich hätte mir aber einfach gewünscht, das vielleicht nicht schon in einem Trailer zu sehen. Das war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Das war jetzt ein bisschen von mir rumgejammert, wieder auf sehr hohem Niveau. Wir haben den T-Rex jetzt gesehen. Spoiler Nummer 2, nochmal eine ganz kurze Warnung. Jetzt gehe ich hier wirklich aufs Ende ein. Und da habe ich mich gefragt, das ist so ein Moment. Hier geht es um eine Aussage vom Regisseur Colin Trevorrow persönlich, der sich in Bezug auf eine Weiterführung des Franchise geäußert hat. Jurassic World 3 wird ja als das große Finale beworben. Inzwischen heißt es aber, haha, Moment, nur das große Finale der
Geschichte von Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm und Owen Grady und Claire Dearing. Also diese sechsteilige Saga ist jetzt hiermit vorbei. Wer hätte es aber gedacht, wenn der Film genauso erfolgreich wird wie der Rest, hört man natürlich nicht auf, das Franchise weiterzumelken. Ich bin inzwischen cool damit. Da gibt es ja noch ganz viele Ideen, die im Hintergrund schwirren, die man noch umsetzen könnte. Allerdings hat Colin Trevorrow so eine meiner Theorien irgendwie ein bisschen erstickt. Habt ihr euch nämlich auch schon mal gefragt, wie das Ganze ausgehen könnte? Die Frage, werden alle Dinosaurier aussterben? Müssen wir lernen, mit ihnen Seite an Seite zu leben? Werden die Saurier vielleicht über die Menschen triumphieren und werden den Planeten übernehmen? Diese Frage hat uns der Regisseur beantwortet. Nochmal Spoiler, ihr werdet jetzt hier erfahren, was er auf die Frage gesagt hat. Wird das Franchise fortgesetzt werden? Seine Antwort darauf ist gewesen, naja, immerhin leben wir nach Jurassic World Dominion in einer Welt, in der die Dinosaurier und die Menschen koexistieren. Also es wird weitergehen. Ich gehe mal davon aus, das Ursprungskonzept wird dann darauf hinauslaufen, dass wir es irgendwann dann mit Mammuts und Säbelzahntigern zu tun bekommen. Also, dass wir das Ganze ein bisschen weiterspinnen. Finde ich ein geiles Konzept, ganz ehrlich. Ich finde auch das wieder eine logische Konsequenz, wenn man eben sagt, okay, wir müssen jetzt mit den Sauriern koexistieren, die werden jetzt eben Teil des ökologischen Systems, dann macht es irgendwie Sinn, dass wir dann auf die nächste Stufe gehen. Ja, auch in der animierten Serie Jurassic World Neue Abenteuer oder Camp Kreidezeit, wie ich sie immer nenne, sehen wir auch schon einen Säbelzahntiger und da wird das auch schon angedeutet. Genauso wie im Handyspiel Jurassic World Alive können wir Mammuts spielen, Säbelzahntiger und andere Urzeitgeschöpfe, die nach den Dinosauriern auf diesem Planeten gelebt haben. Ich bin aber der Meinung, diese Aussage hätte man nicht treffen sollen. Höchstwahrscheinlich ist der Regisseur davon ausgegangen, das ist ja wohl klar, so nach dem Motto, ich weiß ja, dass es so weitergeht, also weiß das der Zuschauer auch. Ich kenne das Phänomen selber. Wer von euch das noch nicht weiß, ich schreibe auch selber Bücher. Ist jetzt hier keine Werbung. Ich will euch meinen Gedanken dazu einfach mal kurz erklären. Ich selber schreibe auch Bücher und werde da ab und an von meiner Lektorin auch ermahnt. Das weißt du. Das weiß aber der Rest nicht. Das kommt mir so vor, als wäre das auch hier der Grund gewesen, warum er einfach mal so einen Spoiler rausgehauen hat. Wir müssen uns keine Fragen mehr stellen, ob die Saurier alle aussterben werden, ob die Saurier über die Welt triumphieren werden. Nein, wir werden mit den Sauriern koexistieren, auch noch nach Jurassic World 3. Möglicherweise war es einfach nur ein Riesentroll gewesen und wir werden am Ende alle im Kino sitzen und Tränen in den Augen haben, wenn alle Saurier aussterben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, hier hat er sich einfach ein bisschen verplappert, was ich schade finde. Im Trailer sehen wir nämlich auch noch einige Bilder, wo Feuer in den Wäldern brennt und alles ist düster und dunkel. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier mit den Zuschauern spielen wollen und den Gedanken erwecken wollen, jetzt sterben die Saurier aus. Da wir aber jetzt im Hinterkopf wissen, nee, der Regisseur hat ja schon längst gesagt, dass es noch weitergeht, dass wir in einer Welt koexistieren mit Dinosauriern, wissen wir, dass die Saurier eben nicht alle aussterben. Ey, vielleicht stirbt ein Rexy, vielleicht stirbt keine Ahnung wer, das wissen wir natürlich nicht, aber letztendlich werden die Saurier als Spezies weiter existieren. Jetzt ist deine Meinung zu dieser Aussage, zu diesem Spoiler gefragt. Meinst du, es hätte man noch vermeiden können oder sagst du ganz ehrlich, ey Tobi, halt die Schnauze, so schlimm ist es doch jetzt gar nicht. Schreib es mir in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.